Eines der Highlights auf der Hannover Messe 2023 für die Firma Vika ist das Thema Wasserstoff. Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft. Wasserstoff bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich, mit denen man umgehen muss. Eine der Herausforderungen ist zum Beispiel das Thema Wasserstoffversprödung. Durch Wasserstoff kann Metall wirklich physisch versagen, es kann zu dieser Versprödung kommen. Um das zu lösen, muss man das richtige Material verwenden. Also das ist die Lösung, die Vika hier bietet. Genauso Lösungen kann Vika bieten für das Thema Leckage, Permeation oder extreme Bedingungen, also sehr hohe Drücke. Eins unserer großen Highlights auf dem diesjährigen Messestand ist der Launch des neuen Temperaturtransmitters T38, verfügbar in einer Kopf- und in einer Schienenvariante. Es handelt sich hierbei um einen voll nach 61508 entwickelten Transmitter mit einer voll integrierten H7-Funktionalität. Grundsätzlich sind wir hier sehr, sehr stolz auf die Außenabmessungen, auf die Formgebung des Transmitters. Wir haben hier die größten Klemmen mit dem größten Klemmbereich am Markt installiert und haben auch allgemein eine sehr, sehr gute Bedienbarkeit hierdurch realisieren können. Des Weiteren steht zur Konfiguration die Standard-Tools wie DDS-DTMs zur Verfügung und zusätzlich ein eigens von Vika entwickeltes Software-Tool, das hier in Verbindung mit dem patentierten Vika Schnellkontakt MacWick innerhalb von wenigen Sekunden mit dem Transmitter verbunden werden kann und dort auch durch ein innovatives und für Touch-Displays optimiertes Bedienkonzept wirklich hier einmalig schnell und einfach zu konfigurieren ist. Parallel gibt es zu dem T38-Transmitter noch ein neues Clip-on-Display, das einfach eine sehr, sehr einfache und günstige Vor-Ort-Anzeige realisiert. Dafür stellen wir zusätzlich unsere neue Thermometer-Kopffamilie vor. Wir haben hier die hohe Variante mit der Sichtscheibe. Alternativ dazu gibt es einen geschlossenen Tiefendeckel, um einen Standard-Thermometerkopf abbilden zu können. Und last but not least einen hohen Deckel, der die Montage von zwei Ebenen, also auch zwei Transmittern in einem Gehäuse zulässt. Ein Highlight auf der diesjährigen Hannover Messe ist das Kalibrierbad vom Typ CDB 9600. Hierbei handelt es sich um ein hochstabiles Kalibrierbad, das ideal für Kalibrieranwendungen oder Laboranwendungen hergenommen werden kann. Es ist innovativ steuerbar über sein Touchdisplay. Unser Messeexponat zum CBC 3050 ist ein Druckcontroller, der geeignet ist für Highspeed-Kalibrierung in Kalibrierlaboren. Mit seiner Geschwindigkeit ist er schneller als marktübliche Druckcontroller. Noch eine Messeneuheit, das CBG 1200 ist kostengünstig und sehr genau. Das CBG 1200 gibt es in einer Brühkoffer- und einer Messkofferausführung. Dieses Jahr präsentieren wir Ihnen unser IoT-Portfolio, angefangen mit Ihrem Prozess, den wir gerne mit Ihnen analysieren, um herauszufinden, ob wir, was wir und wo wir Ihre Abläufe verbessern können, also auch digitalisieren können. Dazu haben wir eine breite Range an Sensoren, also in diesem Jahr auch der Netris 3, für den wir unterschiedliche Messgrößen wie Druck, Temperatur und Level messen können. Parallel gibt es auch noch eine Serie Netris 1. Das ist das Pendant zu diesem Portfolio, was in nicht geschützten Bereichen eingesetzt werden kann. Als nächstes das ganze Thema Konnektivität. Das heißt, aus der Low-Power-Bahn-Familie Mioti und LoRaWAN, wo wir ihre Daten dann in die Cloud übertragen. In der Cloud werden wir die Daten dann analysieren und mit Ihnen gemeinsame Regeln definieren, unter welchen Umständen eine Aktion ausgelöst werden soll. Das kann eine E-Mail sein, das kann ein Workflow sein, der gestartet wird. Und das alles läuft unter dem Thema Industrie 4.0,